Ja, hallo Freunde, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Ja, meine Stimme, die war die ganze Zeit so scheiße. Ich war wie lange heiser, konnte kein Wort reden, halt von meinem alten Leiden her, von Stimmbändern. Und ja, jetzt geht das wieder und jetzt mache ich mal wieder ein Video hier. Ja, über ein paar abgefuckte Themen. Aber ja, was soll ich sagen? Spukaktivität hat es bei mir auch wieder gegeben. Ich höre manchmal, wie sich Dinge in der Wohnung verschieben, merkwürdige Geräusche oder so. Ja, die vom Tisch kommen oder so. Ich weiß auch ganz genau, was sich da verschiebt. Das finde ich irgendwie cool. Ich beobachte natürlich das Ganze und halte euch auf dem Laufenden. Ja, was gibt's sonst so Neues? Die Wahlen waren ja mehr als beschissen, ne? Merkel-Regierung wieder an der Macht. Die gleiche Scheiße geht weiter. Stasi-Masi setzt weiter sein Überwachungsgesetz fürs Internet durch. Dieser kranke Mistbock. Ja, was gibt's noch? Eigentlich unmögliche Dinge. Das Wetter ist scheiße. Geht mir auch total auf die Nerven. Ich habe letzte Woche hier gelegen, ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt. Das war wirklich pervers. Ich konnte überhaupt kein Wort mehr reden. Ich bin auch ziemlich oft, wo ich hier halt die Bilder gemacht habe und bearbeitet habe, in Second Life unterwegs. Ist eine ziemlich geile Plattform, werde ich euch mal raten. Schaut mal dort rein. Second Life ist locker. Man steigt zwar in einem schäbigen Avatar ein, kann sich aber sein Avatar ausbauen. Ob man jetzt will auf Adult Sims gehen mit pornösen Inhalten oder irgendetwas anderes machen. Ich bin halt gerne auf Adult Sims unterwegs und ja, die Ferkel Sims, aber ist ganz lustig dort. Ja, was gibt's noch Neues? Ich habe eine Katze, die uns zugelaufen ist, so eine schwarze. Die wohnt jetzt bei mir, ist ziemlich lieb, das Tier. Freue ich mich natürlich auch sehr drüber, ne? Ich habe sie auch behalten. Ja. Was mache ich so noch? Ich höre ziemlich viel Musik. Ich bin oft bei uns im Teamspeak. Außer in letzter Zeit, wo ich nichts reden konnte. Da habe ich dann halt die Fresse im Teamspeak gehalten und konnte nur texten. Das hat total genervt. Jetzt kann ich Gott sei Dank wieder labern. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, eigentlich nicht viel habe ich zurzeit gemacht, ne? Mir herumgefaulenzt und ja, rumgegammelt. Ziemlich viele Reportagen habe ich mir angesehen und bin zu dem Fazit gekommen, dass egal wo man hingeht, dass diese Welt doch ein gefährlicher, beschissener Ort ist. Jo, und hab halt mein Gothic-Dasein halt gefristet. Auch ziemlich cool. Musik gehört, rumgegammelt halt, gemütlich gemacht, ne? Mit allem, was drum und dran gehört. Meinem schwarzen Humor freien Lauf gemacht, bisschen in Facebook rumgepostet, die Leute geärgert, ne? Also, ich bin ja gern in Facebook, ich troll zwar nicht rum, aber ich gebe schon meine seltsamen Kommentare ab und zu mal hier und da ab. Das muss auch mal sein. Ich habe jetzt in Facebook so eine BDSM-Gruppe gefunden, Sadomaso-Gruppe, also ich stehe dazu. Ja, und mit den Leuten da kann man auch ziemlich cool reden, macht echt Freude. Und BDSM ist so, wie soll ich sagen, was jetzt BDSM angeht, ich bin so submersiv, also ich bin eine Sub und ich lebe das auch aus. Ab und zu, nicht immer, ja. Ich kann auch dominant sein. So ist es nicht, aber ja, gehört halt zu meinem Leben dazu. Jo, und ich habe auch so ziemlich viel gemacht. Ich habe ein bisschen Schmuck noch gebastelt, ne? So Gothic-Schmuck und so. Dann habe ich mal meine ganzen alten Münzen wieder sortiert, die ich mit dem Metalldetektor gefunden habe.
Also richtig alte Münzen, ne? Ich gehe ja gerne mit Metallsuchgerät suchen. Ich habe als Kind ja auch nie mit Puppen gespielt. Ich habe mich lieber mit anderen Dingern befasst. Ich war halt schon immer die Außenseiterin. Aber ich konnte damit leben. Außenseiterin zu sein ist nicht mal schlimm. Also man kommt prima damit klar, wenn man sich auch damit arrangieren kann. Mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen. Ich bin halt eine ziemlich emotionale Person. Und ja, ich mache da auch keinen Hehl draus. Ja, bin ein bisschen meinem gespenstischen Hobby nachgegangen. Ich meine, ja, ich habe letztens ein Video von Tanzverbot gesehen, ja. Er ist ja in ein Haus, wo er unheimlich findet, gezogen. Da drin hat es nach Oma gerochen, da hat meine Oma drinne gelebt. Und die scheint ja gestorben zu sein. Und er hat halt gedacht, er spürt hier irgendeine Anwesenheit in der Wohnung oder ja, dass da jemand ist oder so. Ich habe ihm ein paar Zeilen dazu geschrieben. Naja, da muss Tanzverbot selbst mit klarkommen. Und ich fand es auch nicht gut, dass er Tanzverbot in seiner alten Wohnung da so schikaniert haben. Ich meine, ich konnte Tanzverbot früher auch nicht leiden, ja, aber ich hätte ihm jetzt nicht sowas angetan, aber ich muss sagen, der Tanzverbot hat sich mittlerweile echt gut rausgeputzt. Also er macht vernünftigen Content. Und ja, ich gucke ab und zu mal bei ihm rein so. Ja, dann gibt es noch einen Kanal, die Ritzkes. Die schaue ich mir auch ziemlich gern an. Ich finde die beiden so süß. Und ich sehe mir jede Menge, ja, außergewöhnliches Zeug halt an, ne? Ja, Content und Content über Gespenster, über Geister oder halt übers Dritte Reich, weil das Dritte Reich interessiert mich. Ja, und da gibt es jetzt neues Filmmaterial, komplett neu in Farbe gezogen alles. Leider gibt es das nur auf Englisch in 10 oder 12 Teilen. Und ich finde das schon richtig gelungen gemacht, ey. So kann man sich das Ganze mal in Farbe vorstellen. Ich interessiere mich im Allgemeinen für historische Sachen, ne? Nicht nur fürs Dritte Reich, also auch das, was davor war. Ich meine, wenn ich mit Metalldetektor durch den Wald gehe und dann finde ich auch Sachen so aus allen Epochen. Das Dritte Reich, der Erste Weltkrieg. Ja, oder noch frühere Zeiten, ne? Keltische Zeiten habe ich auch schon was gefunden, ne? So eine Fibel habe ich gefunden, eine römische schon mal. Ja, aber noch keine Goldfunde gemacht, das war ja mein größter Traum. Ja, ab und zu, ja, vertreibe ich mir die Zeit damit. Oder ich gehe halt angeln, das sind so meine Hobbys. Oder ich sammle meine Edelsteine, ne? Fossilien sammle ich auch. Ich habe da ein Faible für. Oder auf Flohmärkten so ältere Dinge kaufen, wo Leute gar nicht wissen, was es wert ist. So alte Standuhren oder so. Da habe ich auch was da dran, ne? Ich mag halt antike Sachen, weil die noch mit Herz gemacht wurden und dementsprechend auch lange halten. Außer es geht mal eine Feder in der Uhr kaputt, die kann man natürlich wieder schnell reparieren. Ja, und bei uns war Kirmes im Dorf gewesen vor kurzem, ne? Da war ja so gut wie nichts los, habe ich gehört. Die hatten eine Autoscooterbahn, einen Bierstand, einen Rostwurststand und das war's, ja? Und das nennen die halt Kirmes, ne? Und ja, das ist ja klar, ne? Früher, als ich Kind war, war der Rummel noch Rummel. Da war alles voll gewesen mit Bahnen und hast du nicht gesehen. Aber aufgrund der teuren Standplätze gibt es das ja heutzutage gar nicht mehr.
Oder ein Zirkus, der in der Stadt kampiert, ja, hat es früher hier auch gegeben. Oder Zigeuner, die Vorführungen gemacht haben. Gibt es leider auch nimmer. Ja, ein bisschen kulturelles Programm wie ein Zirkus oder so, na, das ist schon etwas, was ich vermisse. Vor allem war es romantisch, halt, wenn draußen alles dunkel war, so abends in den Zirkus zu gehen, sich da hinzusetzen und sich die Vorstellung reinzuziehen. Und dann anschließend noch einen gemütlichen Spaziergang hinten übers freie Feld und anschließend noch über den Friedhof spaziert, ne? Der Friedhof ist ja ein besonders schöner Ort, weil er so still ist. Ich genieße den vollkommen. Ja, und es gibt halt jede Menge Sehenswürdigkeiten. Oder ein paar Dörfer weiter gibt es jede Menge Lost Places zum Sehen. Da war ich früher auch gerne gewesen und habe mir die Buden von innen angesehen. Ja, die mittlerweile schon so zerfallen sind. Da gibt es noch eine ganz schön interessante Geschichte, die ziemlich unheimlich ist. Es gibt einen Ort ein paar Dörfer weiter, da ist ein Bereich, den nennt man Lochwiese, ja. Und der hat viel, die, das ist so ein Gelände, das viele Löcher am Boden hat, ne? Also uns hat man aber als Kinder nie erzählt, dass diese Löcher halt Bombentrichter sind. Nur dass da hinten ein Bunker stand und dass dort in der Nähe eine Familie ums Leben gekommen ist, ne? Und wir haben da in unserer Kindheit halt gespielt. Und ich habe mich immer gefragt, was diese riesengroßen Quadrate auf dem Boden da bedeuten. Riesengroße Quadrate aus Backsteinen, ne? Und ich bin dann dahinter gekommen halt, dass das halt Häuser waren. Man hat natürlich nie in der Stadt drüber gesprochen, man hat nie irgendwas darüber gehört. Und ich bin dann mal auf die Idee gekommen, da zu sondeln und zu graben. Und ich habe dort einen goldenen Ehering gefunden mit einer Gravur. Und habe nachher erfahren, dass die Familie, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, in ihrem Haus war. Und genau dort, wo ich drinne stand, also diese Vierecke, das waren Grundmauern. Ja, da war nur noch ungefähr eine 50 cm große Backsteindings da. Ne? Es war also nicht mehr viel übrig. Wenn überhaupt noch 50 cm übrig waren. Meist war auch noch weniger übrig. Da standen so mehrere Häuser. Und ja, und genau in diesem Haus habe ich den Ehering gefunden. Ne? Die Familie hat es ja komplett zerfetzt gehabt. Ne? Den hat sie wahrscheinlich in dem Moment, als die Bomben auf sie fielen, getragen. Ja, der liegt hier in meiner Sammlung von sogenannten besessenen Gegenständen. Ich habe auch einige Puppen hier, die verflucht sind. Und andere verfluchte Gegenstände, die ich natürlich horte. Und ja, war schon faszinierend dort. Und wir hatten da als Kinder auch eine 50 Kilo Fliegerbombe gefunden. Natürlich, wie wir waren, haben wir das Ding auf den Schubkarren geladen und sind mit dem Schubkarren zum nächsten Polizeirevier. Haben die Bombe mit 3 Leuten, haben wir die angehoben und mit Not und Mühe da reingeschleppt und den Bullen auf den Tisch gelegt. Da hättet ihr mal sehen sollen, wie schnell das Polizeirevier leer war. War ziemlich cool gewesen, aber auch gefährlich. Sowas sollte man nicht nachmachen. Leute, wenn ihr in den Wald geht und findet irgendwelche Fundmunition, immer liegen lassen, den Scheiß. Das hätten es, wenn man heutzutage drüber nachdenken kann, das Leben kosten. Also von Fundmunition generell die Finger weglassen, das ist gefährlich. Ja, und ja, ich habe da an dem Haus, wie soll ich sagen, an diesen Häusern einige Ausgrabungen gemacht. Ich habe auch einige alte Flaschen gefunden, die noch erhalten waren, die so auf das 18. und 19. Jahrhundert zu datieren sind. Die habe ich sauber gemacht, weil sie so schön verschnörkelt waren. Und hab die halt in den Regalen drinne stehen.
Ja, die waren noch handgeblasen, diese Flaschen. Kriegt man heute gar nicht mehr in dieser Qualität. Aber diese Lochwiese, das war schon ein unheimlicher Ort, wenn man drüber nachdenkt. Da hat man so einige Sachen gefunden. Da haben wir auch mal auf einem Berg, weil wir dachten, da läge was drunter. Es war wie so ein Hügel, ein 4 Meter großes Loch gebuddelt, ne? Über mehrere Wochen. Also ein richtig tiefes Loch im Boden reingeklatscht. So praktisch ein rundes, riesengroßes Loch und geguckt, was sich da finden lässt. Ja, da hat man auch einiges gefunden. Und es war ziemlich interessant. Ich habe einige Medizinfläschchen gefunden aus einer vergangenen Zeit, die waren auch aus Glas, aus so einem braunen Glas. Die wurden auch nicht verschraubt, da hat man noch einen Kork oben drauf gesteckt. Und die habe ich natürlich auch in der Sammlung. Also uralte Dinge. Dann habe ich noch jede Menge Keramik gefunden, auch welche, die noch erhalten war. Wo hinten auf der Rückseite der Adler im Hakenkreuz war. Was ich auch ziemlich interessant fand, habe ich natürlich auch mitgeholt. Und ich habe auch einen Löffel gefunden, der mit Adler im Hakenkreuz gestanzt war. Und später noch die Gabel dazu. Die war aus Aluminium, aber noch voll erhalten. Die sind auch noch in meinem Besitz, die Sachen. Ja, mich interessieren halt, ich bin halt ziemlich vielseitig. Mich interessiert halt viel altes Zeug, ne? Ob ich jetzt irgendwo in einem Acker in so ein kleines Anhängekreuz finde, ne? Oder so, wenn man die Sachen dann zu Hause reinigt, dann sehen die wieder gut aus. Und dann kommt das halt in die Sammlung rein, ne? Ich bin ja eh eine ziemlich sammelwütige Person. Ich habe Briefmarken, zum Beispiel meine Edelsteine sind auch vielfältig. Und eine Insektensammlung habe ich auch noch und alles Mögliche halt, ne? Ägyptische Figuren, Ritterfiguren, ziemlich viele Gothic-Figuren ohne Ende, ne? Also ich sammle so ziemlich alles. Ich habe auch meine Wohnung so schwarz gestrichen komplett, ne? Und Gothic-mäßig eingerichtet. So fühle ich mich halt wohl. Und halten tue ich mir halt Vogelspinnen, Ameisen, ja, und tropische Tiere, wo ich mir halt. Die machen nicht viel Arbeit und sind immer schön anzusehen. Und machen auch keinen Dreck, machen keinen Lärm. Das ist das Optimale. Ich habe im Moment eine riesen Kolonie von Blattschneiderameisen. Die braucht man nicht zu überwintern. Die sind also immer da. Ja, und die füttere ich halt mit Brombeersträuchern oder was so anfällt, ne, was sie gern fressen. Und ja, es ist einfach interessant, ne? Die haben so einen Pilz geformt und da tun die Blätter halt reinstecken und die Blätter werden von dem Pilz absorbiert und der Pilz wächst dadurch und die Ameisen essen halt den Pilz, ne? Das ist ziemlich interessant. Es ist ein Kreislauf, dann ist noch ein Behälter. Dort bringen die Ameisen halt ihre Toten oder ihren Müll halt rein, ne? Was sie nicht verwerten, kommt halt in den Behälter da rein. Ja, ist eine ziemlich geile Sache. Und ich habe schon die großen Behälter drauf, also keine kleinen mehr. Ist schon mittlerweile eine Riesenkolonie. Die Schläuche gehen bei mir an den Wänden vorbei, wo in die Behälter enden. Also die haben eine weite Strecke zum Rennen, die Ameisen sozusagen. Aber es macht einen Höllenspaß. Ich habe oben an meinem Bett an der Wand habe ich den Schlauch vorbeilaufen, da sehe ich die immer so vorbeirennen. Das ist schon was Geiles, ne? Ja, und da habe ich meine Vogelspinnen, meine Skorpione. Ja, die sind gut zu halten. Dann züchte ich noch jede Menge Schaben für die zu füttern. Und habe auch einen Centipede, so einen giftigen großen Tausendfüßler. Ja, und ich züchte sämtliche Sorten von Schaben. Vor allem mag ich meine Fauchschaben, die sind ja riesengroß.
Übrigens, die Fauchschabe hat man zu dem Film genommen, Feuerkäfer, den müsst ihr euch mal ansehen. Das ist ein Klassiker. Ist ein sehr guter Film. Ist zwar ein wenig trashig, der Film, aber Feuerkäfer ist echt gut zum Ansehen. Ist wirklich ein Geheimtipp von mir. Ja, wie gesagt, Horrorfilme mag ich auch. Am liebsten mit Splatter. Oder richtig gut gemachte Zombie-Filme ohne den Scheiß. Zum Beispiel hier auf YouTube gibt es einen Kanal, Netzkino. Der Kanal ist ja voll für den Arsch. Weil da läuft nur Scheiße. Der setzt da nur Billigfilme rein, also totale Billigproduktion. Und da muss ich dann wirklich sagen, das ist Kacke. Ich finde auch irgendwie ist in YouTube der Unterhaltungswert irgendwie gesunken. Ich weiß nicht. Wenn man sich so nach Serien oder Filmen da umschaut, na, ist absolut down, was das angeht. YouTube hat schwer nachgelassen. Aber ich bin mal gespannt. Jetzt kommt ja die neue Staffel von Walking Dead. Ob die besser ist wie die vorherige, weil die vorherige Staffel, die war ja vollkommen für den Arsch. Also die konnte man sich ja nicht reinziehen, die war bescheuert. Games of Thrones, die neue Staffel, habe ich mir übrigens ganz gegeben, ne? Also Games of Thrones war schon geil, muss ich sagen. Aber leider nur so wenige Teile die Staffel, die hätten ruhig mehr machen können. Besonders der letzte Teil ist geil, jetzt hat er Drache ja die Barriere zerstört. Und mitten dann hört die Serie auf und ich muss auf die nächste Staffel warten. Da könnte ich Galle kotzen. Ja, und YouTube irgendwie, ich weiß es nicht. YouTube kommt immer irgendwie weiter runter, ne? Auch mit den ganzen Trollen oder so. Man kann in YouTube schon gar nicht mal vernünftig kommentieren, ohne dass irgendwie so ein blöder Troll, so ein Arschloch, ein dummes Kommentar abgibt, ne? Muss ich schon sagen. Ohne Witz jetzt, ne? Leute, lest euch mal die Kommentare durch, die sind unter aller Sau. Man meint echt, hier sind nur solche Hip-Hopper-Kiddies, die irgendwie nur Scheiße in der Birne haben, ne? Die haben einen Kopf wie ein Klodeckel, ne? Aufgemacht und reingeschissen irgendwie. Also, wenn man denen ihre Kommentare liest, ne, ist wirklich zum Kotzen. Ja, sowas muss man sich auch nicht geben. Deswegen habe ich bei mir die Kommentare unter Freischaltung gemacht, ne? Weil diese Troll-Kommentare, die lasse ich jetzt gar nicht durch. Weil so nehme ich diesen Dreckstrollen halt die Luft zum Atmen, weil es nervt mich einfach nur. Weil man wird hier wirklich nur blöd angemacht. Ja. So, ich stopf mir jetzt mal nebenbei eine Zigarette hier. Und wie gesagt, diese Bilder da, wo ihr seht, die habe ich in Second Life aufgezeichnet. Ja, ich mache hier auch Second Life Artworks, ne? Ist auch ein Hobby von mir. Das Ganze in einer bestimmten Art rüberzubringen. Vor allem erotisch und nicht allzu Porno. Ja, das mache ich halt in Second Life so. Ich gehe halt, ja. Ich bin ja schon viel, viel älter als 18. Also bin ich im FSK 18 Bereich dort. Da muss man sich für diesen Bereich im Personalausweis verifizieren. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber zu meiner Zeit war es noch so, ja. Als ich mich dort registriert habe, dass man halt auf diese Sims halt draufkommt. Second Life ist aber ziemlich cool. Man kann so ziemlich alles machen. Und wie gesagt, wenn ihr da 10 Euro reinsteckt, für euch einen anständigen Avatar zu machen, und dann könnt ihr top dort klarkommen. Ja, ich meine, der Einsteiger-Avatar, mit dem man reingeht, der sieht so kacke aus. Ich bin ja schon ewig dabei, vor 6 Jahren oder 7 Jahre jetzt schon.
habe ich mir direkt einen besseren Avatar gekauft. Und als die neuen Mesh-Avatare rauskommen, hatte ich mir neuen Mesh-Avatar, sieht man ja hier in den Bildern, die schwarze, die blonde und dann habe ich noch eine rothaarige, ne? Also da habe ich halt lange dran gearbeitet. Und ja, was man mit 10 Euro so alles machen kann, ne? Außer die Skins für den Avatar, also die Haut, die habe ich mir selbst gemacht, ne? Ich wollte es halt ziemlich authentisch haben. Das ist halt eine Welt, in der alles möglich ist. Vom Sex bis Segeln gehen oder schwimmen, Beachlife, in Clubs gehen, in Diskotheken gehen, virtuell tanzen, virtuelle DJs genießen. In Second Life könnt ihr so viel machen oder euch hier in so einem Tiermuseum umsehen. Gerade die Bilder, wo hier durchlaufen, ne? Ja, das ist so ein Tiermuseum für Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Ja, das sind auch alles Mesh-Figuren, diese Tiere. Die wurden von Künstlern selbst kreiert. Und wenn man sich ein Grundstück in Second Life kaufen sollte, muss man nicht, kann man, dann kann man halt diese Tierchen halt kaufen und halt aufstellen, ne? Aber das Museum ist schon ganz geil, ne? Wird auch vom WWF gesponsert, das Ganze. Dieses Museum, und ja, ich war da mal drin, hab mal ein paar Fotos gemacht, ne? Und hier sind ein paar Accessoires, die man dort noch kaufen kann. Diese Accessoires, die kann man halt, wenn man selbst irgendein Stück Land besitzt, dort aufstellen. Oder im Haus aufstellen. Dann seht ihr hier Land, da kann man alles Mögliche machen. Ne? Man kann zum Beispiel von den Klippen ins Wasser springen, man kann Jetski fahren, man kann die Natur erkunden und alles um euch rum ist dort lebendig. Ne? Es ist praktisch keine tote Materie um euch rum, es ist immer was los. Und wer von euch Englisch kann, falls ihr mal dorthin geht, ja, kann sich dort auch prima unterhalten. Es gibt dort auch Deutsche, aber auch viele Englisch sprechende. Und ich hänge meistens bei den Amerikanern rum, weil die sind irgendwie lockerer drauf wie die Deutschen. Die Deutschen sind irgendwie stur, verbissen und ja, ich weiß es nicht, was mit denen abgeht. Irgendwie zum Beispiel, man kommt auf eine deutsche Sim drauf, ein deutsches Stück Land, ja. Dann stehen dort erstmal 50.000 Schilder rum, ja. Privatgelände und ba 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 ba, da darf ich nicht drauf, ne? Ja, das sind halt die Deutschen und bei die Amerikaner, die machen das jetzt nicht. Du kannst da rumspazieren und kannst machen, was du willst, ne? Ja, so genieße ich halt da mein Second Life und es gibt jeden Tag was Neues zu sehen. Und jetzt steht ja in Second Life bald Halloween vor der Tür. Natürlich gibt es da auch die passenden Accessoires. Was nur ein kleiner Teil ist, gibt natürlich noch tausende Dinge mehr dort. Man kann ziemlich viel machen, ne? Oder sich so gemütlich im Pavillon sitzen, einfach die Natur genießen. Das ist wirklich wunderschön. Es gibt auch Märkte, auf die man einkaufen gehen kann. Klamotten kann man sich ja auch kaufen, man kriegt aber auch viele Klamotten gratis, wenn man weiß wo. Ja, es gibt viele Sachen dort zu entdecken. Und ganz, ganz, ganz viel Natur und Städte in allen verschiedenen Variationen. So sieht eine Shopping-Mall aus. Ja, hier ist halt von einer Panoramaaufnahme. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, bye.